schönen Nachmittag. Ich habe hier was gefunden, das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, weil das hier ist für mich der Inbegriff für Freilandhaltung. Also ein riesig großes Gelände, wo die Hühner Auslauf haben. Und hätten wir nicht im Kühlschrank so viele Eier, würde ich gleich hier jetzt noch Eier holen. Aber ich weiß, wo ich demnächst meine Eier kaufen werde. Und ja, das finde ich super. Und ich komme hier auch schon angerannt. Ich habe überhaupt nichts zu essen dabei, Leute. Ja, ist das nicht schön? Also eine richtig schöne große Wiese. Neugierige Tiere. Ich komme hier gerade von einem Koi-Teich, den ich mir angeschaut habe. Und ja, auch sehr begeistert, wie da die Anlage ausschaut. Also da wird alles richtig gemacht. Und das ist doch auch mal was Schönes. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Montag. Und ja, ich habe jetzt gleich noch einen Termin. Und dann geht es irgendwann auch Richtung nach Hause. Aber zumindest hier wollte ich euch mal mitnehmen. Weiß nicht, ob ihr solche Anlagen auch bei euch in der Ecke habt. Also man liest ja immer sehr, sehr viel Freilandhaltung. Also hier kann man es tatsächlich sehen. Also coole Geschichte. Die haben auch Schattenplatz, den nutzen die auch. Die können anscheinend rein und raus gehen. Also richtig, richtig toll. Und ja, ich hoffe, dass sie hier keine Probleme mit dem Wolf haben. Ich habe heute früh noch einen Beitrag über den Wolf gemacht. Ist ja auch so ein stetiges Thema bei uns. Und ja, habe auch mit zwei Leuten aus der Eifel gesprochen, die auch momentan extreme Probleme haben. Wobei hier tatsächlich, guck mal, hier scheint sich jemand anders ein Ei geholt zu haben. Das liegt nämlich hier unten. Also ich tippe nicht, dass es einfach so hier hingekommen ist. Aber gut, das gehört dann anscheinend auch mit dazu. Aber eine tolle Anlage. Man sieht auch hier die Felder schon abgeerntet. Und heute bläst auch ein klein bisschen Wind. Die Windkraftanlagen, die ihr hinten seht, die sind am Pusten. Hier ist auch überall ein Tagebau in der Ecke. Da habe ich ja neulich mal von berichtet gehabt. Und ja, also ihr Lieben, das mal so einen kleinen Einblick hier von glücklichen Hühnern, wie ich finde. Da hinten haben sie sich auch in den Schatten gesetzt. So. Also, coole Geschichte. Und neugierig sind sie. Also ihr Lieben, euch einen wunderschönen Nachmittag und wir hören und sehen uns bestimmt wieder, wenn es was Interessantes gibt, nehme ich euch gerne mit. Ansonsten kann man immer noch spenden, übrigens für die Familie Ort, für die Flugkatastrophe und den Rechtsstreit. Da setze ich nachher hier auch nochmal den Link drunter. Und danke auch nochmal an alle, die jetzt während der Fluttage und während des Jahrestags so viel für diese Familie gespendet haben. Also ich glaube, da ist auch einiges rumgekommen, so wie ich das gesehen habe. Also danke an jeden, der da nochmal einen Euro mit in die Hand genommen hat für die Fluggebiete hier bei uns in Deutschland. Nicht nur im Ahrtal, sondern auch hier bei uns in NRW. Also Daumen hoch an die Community. Schönen Nachmittag. Ciao. Sei auch zukünftig mit dabei. Einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.